Ich habe jetzt hier noch eine andere Besonderheit von H5P, die passt nicht oder nur ein bisschen nachdenken zu OER, die wollte ich aber noch vorstellen. Also es ist ja so, dass es Aufgaben gibt bei H5P und man kann ja Punkte sammeln und so weiter und so fort. Und das läuft intern über eine Schnittstelle, die nennt sich X-API und die kann aber noch viel mehr als einfach nur Punkte übertragen. Und einfach nur damit ihr davon wisst und grundsätzlich was das ist, wollte ich es kurz zeigen, ohne jetzt im Detail oder auf jedes Detail einzugehen. Und ich mache das einfach mal. Also, das ist jetzt ein WordPress-System. Und wer WordPress kennt und die H5P-Integration kennt, weiß, okay, das mit den Punkten ist jetzt ist nicht sehr ausgefeilt. Zeige ich auch gleich. Das ist bei Moodle viel besser. Da kriegt man Punkte und Zeiten und so und viel mehr. Da ist viel mehr drin. Und diese Schnittstelle, die es da drunter gibt, X-API, die kann aber noch viel mehr. Und das wollte ich einfach nur mal zeigen, dass es jenseits von den Punkten ist und kurz so Denkanstöße geben, was man vielleicht damit machen könnte und wie es dann gut zu OER passt. Also das ist ein WordPress, da läuft H5P drauf und ich habe hier einen H5P-Inhalt mal angelegt. Das ist einfach eine Kopie von dem normalen Multiple Choice von der Standardseite von H5P. Ne? Also man kann hier anklicken, was braucht man denn? Sehr dunkles Purpur wird richtige Antwort. Ne? Ganz simple Multiple Choice Frage. So, was ich auch gemacht habe, ich habe noch ein extra Plugin installiert. Das macht nämlich dieses X-API nachher mal sichtbar. Ihr werdet sehen, da ist jetzt nichts drin, sind keine Informationen gespeichert. Und auch hier bei den, jetzt müsste ich kurz gucken, H5P-Inhalt, meine Ergebnisse. Ich habe noch keine Aufgaben gemacht, hier ist noch nichts drin. Also, das machen wir jetzt gleich. Und jetzt gehe ich mal tatsächlich echt auf diese Aufgabe und guckt, was ich mache. Also, ich gehe jetzt hier drauf. So, ich bin auf der Seite. Und jetzt bearbeite ich vielleicht diese Aufgabe. So, und so, welche Farbe haben denn diese Blaubeeren wohl? Naja, ne, habe ich, bin vielleicht blau, aber naja, sie sind ja dunkler, ist kein richtiges Blau. Sie heißen ja auch Blackcurrant. Sind sie vielleicht schwarz? Ach nee, es ist ja dunkles Purpur. So, und jetzt klicke ich mal auf Überprüfen. So, und jetzt sagt er mir, okay. Ist korrekt. So habe ich das jetzt bearbeitet. Und was habe ich jetzt hier gemacht? Was kommt jetzt in Moodle an? Was kommt jetzt in WordPress normalerweise an? Okay, hat einen irgendwie einen Punkt erreicht, vielleicht noch, wie lange ich gebraucht habe und das war's. Diese Schritte dazwischen, die fallen irgendwie weg. Ne? Ich habe jetzt zwischendurch hier erst auf Blau geklickt, dann auf Schwarz geklickt und dann erst auf das Purpur. Sind ja wichtige Informationen. Offensichtlich, ne, wenn ich jetzt was herausfinden wollte über mich als Lernenden, offensichtlich war ich mir vielleicht unsicher, ne, oder ich habe geraten oder sowas. Das könnte ich ja an dem rauslesen, nicht am Endergebnis. Kann jetzt auch zufällig richtig gewesen sein. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Wir gucken erstmal, was dabei rausgekommen ist und dann überlegen wir uns, was das im Großen heißt. Also gehen wir nochmal in das Backend. Wir können jetzt mal, jetzt kann ich mal unter meinen Ergebnissen gucken. Meine Ergebnisse. Und da ist jetzt halt, das ist das, was WordPress so standardmäßig mitliefert. Multiple Choice, ein Punkt, maximal Punktzahl 1. Da habe ich es aufgemacht, 5:11, 5:12 war ich fertig, habe 26 Sekunden offensichtlich dran gesessen. So, das kriege ich raus, das war's. Ist jetzt, ja, ist okay, ist jetzt aber, wenn ich mir angucken möchte, was kann denn die Person, ist jetzt nicht wirklich viel. Und jetzt gehen wir mal in dieses H5P X-API, ja, wie heißt es eigentlich? X-API Cacheo. Warum heißt das bloß so? Gehen wir da mal rein und wir sehen, oh, da ist aber irgendwie einiges mehr drin. Ist zwar ein bisschen kryptisch, aber da habe ich jetzt plötzlich fünf Einträge und nicht nur den einen. Das ist irgendwie auch ganz schön viel drin. Wir können das mal zumindest grob auseinanderfriemeln. Also, X-API ist so, hat so ein Grundprinzip, das sind drei wichtige Sachen. Das speichert immer, wer hat etwas getan. Also in dem Fall bin ich das. Was hat diese Person gemacht in Form von einem Verb? Und ja, dann brauche ich noch ein Objekt. Was ist denn da passiert? Was gehört denn dazu? Das sind so die minimalen Sachen. Also im Prinzip Subjekt, Prädikat, Objekt, wie man so einen Satz macht. Das könnte sein, gar nicht auf H5P bezogen, aber könnte sein, oder nehmen wir mal dieses Beispiel. Oliver hat den Inhaltstyp Multiple Choice ausprobiert oder begonnen. So, ne? Also das könnte ja sein, wenn ich das aufgemacht habe. Und wenn wir mal ganz in die letzte Zeile hier gucken, steht da auch, also Akteur-ID, das ist eingedeutscht hier, da steht meine E-Mail-Adresse. Also das ist eben, das bin ich, das ist das Subjekt. So, jetzt kommt noch so ein bisschen mehr Krams dazu. Wenn es Gruppen gibt, können da Gruppenidentitäten rein. So, und jetzt kommt halt hier noch so ein Verb, attempted.
Genau, das hat sich versucht an diesem Inhaltstyp. Ne? Und welches, wie heißt denn das Objekt? Das ist natürlich der kryptische Name, wo es zu finden ist und so. Aber Multiple Choice, das ist also das Minimum, was da drin stehen kann. Und das könnte jetzt eben auch sein für ein, das muss jetzt gar nicht online sein, das könnte auch sein, Oliver hat an Seminar XY teilgenommen. Oder im interaktiven Video könnte das sein, Oliver hat auf Pause geklickt im interaktiven Video. Oder Oliver ist gesprungen von Sekunde 3 zu Sekunde 12 im interaktiven Video. Also solche Sachen. Das sind Ex-API-Statements, so kleine Sachen. Und ihr merkt, hier sind 5 Stück tatsächlich von diesen Statements drin. Also können wir durchgehen. Also attempted, hat versucht, hat begonnen. Dann interacted und answered. So, diese interacted-Sachen zeigen hier an, okay, er hat mit dem Inhaltstyp Multiple Choice eben interagiert und hat da irgendwas gemacht. Die wird jetzt leider nicht mehr gespeichert. Da seht ihr, da ist jetzt nichts mehr dahinter. Also kommt noch ein bisschen mehr, aber da ist jetzt nichts dazu. Weil das hätte man noch ein bisschen weiter ausbauen können. Aber ich kann jetzt zumindest sehen, okay, offensichtlich hat er sich mehrfach umentschieden, bis er zu der Antwort kam. Und dann das 5. Statement, was hier durchkam, war eben beantwortet. Also Oliver, ne, mit dem ganzen, gut, das technische Schnickschnack, hat beantwortet, technische Schnickschnack, Multiple Choice. Und da sind dann auch nochmal Informationen drin. So, was war denn die Frage? Welche Auswahlmöglichkeiten war es denn? Welche Auswahlmöglichkeit wurde getroffen? Wie viele Punkte gab das? Und so weiter und so fort. Also da ist eine ganze Menge an Informationen drin. Und die könnte man ja tatsächlich auch auswerten. Das ist jetzt hier nur eine, in WordPress, so, das Ding hier ist so ein Notbehelf, das ist eigentlich nicht für große Sachen gedacht. Dafür gibt es sogenannte Learning Record Stores, an die könnte man diese Ergebnisse auch schicken und die haben dann typischerweise gleich noch Werkzeuge zum Auswerten dieser ganzen Informationen. Also das kann man potenziell alles mit H5P machen. Das geht halt weit über das hinaus, was eben auch was Moodle anbietet im Gradebook. Muss man halt extra haben. Deshalb sage ich, das zeige ich jetzt nicht alles. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, so ich als Lehrender oder so analysiere das und versuche was rauszufinden. Aber jetzt kommt der OER-Gedanke. Was wäre denn einfach, wenn wir diese Informationen auch den Lernenden selber zur Verfügung stellen? Wenn ich jetzt nicht nur hier reingehen könnte und sehe, ah, ich habe mal die und die Punkte erreicht, sondern wenn ich diese ganzen Informationen auch bekäme. Das heißt ja nicht, also nicht erstens Informationen, das sind ja irgendwie meine Informationen, die ich erzeugt habe. Warum soll ich die nicht auch als Lernender bekommen? Und vielleicht gibt es ja auch noch schlaue Werkzeuge, mit denen ich die dann selber analysieren kann und meinem eigenen Lernen auf die Spur kommen kann. Und dann bin ich eben schon bei, wenn ich auch jenseits von OER vielleicht schon, dann bin ich bei Open Education. Aber das, denke ich, macht grundsätzlich diese X-API-Schnittstelle möglich und deshalb finde ich das bei H5P ganz cool.